Bitte. Mit einem Stock hat der 11-jährige Ferdinand Rehe dem gleichaltrigen Bruno Huyer im Park mitten ins Gesicht geschlagen. Die Folgen sind zwei ausgeschlagene Schneidezähne und eine geschwollene Lippe. Die gut situierten Eltern der Kinder wollen kultiviert und tolerant bei einem Treffen besprechen, wie mit diesem Vorfall umzugehen ist. Der Gott des Gemetzels, ein Theaterstück von Jasmina Reza. Es ist wirklich ein fantastisch toll geschriebenes Stück, weil es so gute Figuren hat. Und ein Fest für vier Schauspieler. Gibt es ihn, den Gott des Gemetzels? Naja, der Alain, der das sagt, sagt, er glaubt an den Gott des Gemetzels, den Gott der Zerfleischung, weil das da die erste und ganz sichere Kraft ist, die es gegeben hat zwischen Menschen in der Geschichte der Menschheit. Also es ist sozusagen das Survival of the Fittest. Es ist auch die Idee des Darwinismus. Es ist, dass sozusagen die Spezies immer weiter lebt, die sich durchsetzen kann und unter den Menschen der am stärksten ist, eben durchsetzt, was er kann. Alle anderen Schritte sind auf dünnem Eis. Bitterböse lässt Jasmina Reza die bürgerliche Fassade zusammenbröckeln. Auch innerhalb der Paarbeziehungen ist man sich uneins. Gesellschaftskunde als kollektive Selbsttherapie und jeder steht mit seiner Misere alleine. Sie hat ganz klare Ansprüche, was die Erziehung ihrer Kinder angeht und überhaupt, wie man sich durchs Leben schlägt und Moralvorstellungen, engagiert sich eben für Menschenrechte und so weiter, hat da, also geht da schon auch über ihre eigene Familie hinaus und versucht anderen Leuten das auch ein bisschen in so einem missionarischen Geist begreiflich zu machen. Wir leben in Frankreich! Wir leben nicht in Kinshasa! Wir leben in Frankreich mit dem Kodex der westlichen Welt! Was auf dem Square de la Figuant du Nord passiert, steht in Bezug zu den Werten der westlichen Welt! Auch die Ehe von Annette ist eine Beziehung mit jeder Menge Konfliktpotenzial. Sie sind eine Frau, die in einer recht konservativen Welt lebt. Vielleicht konservativer auch im Vergleich zu dem anderen Paar. Die aber, glaube ich, so durchaus ihre Ansprüche hat, auch menschlich gesehen da und dort mal auszubrechen. Aber auch ihre so Prinzipien hat und sich auch in einer Weise recht einsam ist irgendwo in dieser konservativen Welt. Das anfangs kultivierte und tolerante Gespräch eskaliert letztendlich in einem handfesten Streit, in dem sämtliche gesellschaftlichen Konventionen über Bord geworfen werden. Der Gott des Gemetzels ist bis zum 2. April im Stadttheater Klagenfurt zu sehen.